Borderlands 3 steht kurz vor der Veröffentlichung, nur noch wenige Tage bis zum Release, und inzwischen konnten wir auch den letzten der vier neuen Charaktere ausprobieren. Meine Kollegin Lea Jankowski hat das Spiel schon über 10 Stunden insgesamt gespielt, und Lea, du bist damit die perfekte Person, wenn man drüber reden will. Wie gut ist das eigentlich, was da auf uns zukommt? Hallo Lea. Hallo Fritz, ja. Es gab diese Aussage, dass Borderlands 3 noch größer ist als Borderlands 2. In einem Nebensatz kam dann aber sofort dieses durch Challenges und Herausforderungen, wo ich dann so ein bisschen in dem Moment gedacht habe, ach so, auf diese Art, also gestreckt. Du warst jetzt vor Ort, hast nochmal 5 Stunden gespielt. Wie ist dein Eindruck von der inhaltlichen Qualität des Spiels? Ist es ein gestreckter Inhalt oder sind die Inhalte auf gutem Niveau? Du hast ja auch viele, du hast Nebenquests auch gespielt zum Beispiel, ne? Genau, also ich war jetzt auf 2 Gameplay-Events von Borderlands. Einmal in L.A., als zum ersten Mal Amara und Zane anspielbar waren. Und jetzt war ich nochmal in London, wo man zum ersten Mal diesen Flag spielen konnte, oder Flag halt im Englischen. Mhm. Und das, ja, Gute ist, dass ich einen guten Anteil von schon den ersten Story-Quests zumindest spielen konnte, aber es standen uns auch einige Nebenquests zur Verfügung. Und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass dieses Es wird größer sich tatsächlich nicht nur auf sowas wie Challenges oder so bezieht. Sehr gutes Beispiel ist, dass wir bei diesem Event jetzt in London, wo ich jetzt als letztes war, eine neue Story-Quest auch auf einem neuen Planeten spielen konnten und eine Nebenquest. Und die Nebenquest, die war tatsächlich um einiges länger und umfangreicher als die Hauptquest in dem Fall. Und sie hatten auch gesagt, dass sie genau das eigentlich möchten, dass sie die Nebenquests auch weiter ausbreiten wollen. Weil wer jetzt Borderlands 2 zum Beispiel gespielt hat, der weiß, dass viele der Nebenquests daraus bestanden mit, ja, so typische Fetch-Quests. Also geh dahin, sammel 5-mal diesen Gegner ein oder sammel irgendein Item ein. Und die Sidequests, die haben jetzt insgesamt noch ein bisschen mehr Charme, mehr Inhalt. Die NPCs sind ein bisschen liebevoller noch gestaltet. Sie haben mehr Dialoge und auch einfach ein bisschen mehr Story-Inhalte auch für die Nebenquests. Hattest du denn, weil eben dieses Stichwort Challenges oder so gefallen sind, hattest du denn überhaupt in diesem Preview-Event schon solche, ich sag mal so, Streckinhalte oder waren die da noch gar nicht drin? Nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da irgendwelche Streckinhalte hatten. Es gibt natürlich auch so kleinere Quests, die trotzdem auch als Streckinhalte vielleicht gesehen werden könnten. Ein sehr gutes Beispiel ist da vielleicht, ohne es vielleicht spoilern zu wollen, aber jeder kennt natürlich, der Borderlands mal gespielt hat, diesen kleinen nervigen Androiden namens Claptrap, der auf diesem Rädchen fährt, dieser kleine Gelbe, falls man schon mal gesehen hat. Und der hat zum Beispiel so einige Quests, wo du dann auch Sachen für ihn sammeln musst, die ich jetzt auch schon spielen konnte. Das könnte man vielleicht als Strecken ansehen, aber sie sind halt trotzdem irgendwie witzig gestaltet. Du möchtest wissen, warum sammle ich den Kram jetzt? Warum geht mir Claptrap gerade mal wieder so auf die Nerven? Und ja, dann so dieses, das ist schon rund gemacht, dass wenn du dann zum Schluss dann auch diese Sachen eingesammelt hast, dann ist da, dann passiert auch noch mal was mit diesen Sachen. Okay. Also es ist nicht so, dass es dann einfach ist, so jetzt habe ich meine Sachen abgegeben, du kriegst deine Belohnung, sondern sie haben da so ein paar süße kleine Elemente eingebaut, jetzt zum Beispiel um diese Fetch-Quests von Claptrap, die es irgendwie lebendiger machen und sich dann auch nicht wie ein Streckungsinhalt anfühlt. Du hast auf dem Event auch mit den Entwicklern gesprochen, da ging es neben diesem, was heißt denn das eigentlich, größer, also mehr, was soll das eigentlich genau heißen, da ging es auch um die Frage, warum sie jetzt auf andere Planeten gehen. Genau, also ich hatte mit Paul Sage gesprochen, das ist der Creative Director, der also in seiner Position verantwortlich dafür ist, dass wie insgesamt die Inhalte reingemacht werden, was verbessert wird, was weggelassen wird, was nicht angefasst wird, sage ich mal. Und da haben wir uns darüber unterhalten, was jetzt eigentlich dieses besser und größer für sie bedeutet, weil sie auch schon in anderen Interviews erzählt hatten, ja, wir machen es jetzt größer und besser und so weiter und so fort. Da hatte er mir aber gesagt, dass es für sie bedeutet, schon die Franchise als solches zu ehren, sage ich mal. Er meinte, dass die Herausforderung für sie bei einem Sequel ist, dass es beim Sequel oft heißt, ja, wir brauchen jetzt unbedingt irgendwas Neues, irgendein Game Changer. Und da meinte er, dass es aus Entwicklersicht seiner Meinung nach oft eine Falle ist, in die Entwickler dann laufen, weil sie dann vergessen, was für sie eigentlich was dieses Spiel auch für die Spieler eigentlich ausgemacht hat. Mit was ist da eigentlich gut dran? Was hat funktioniert? Warum hat sich es eigentlich verkauft? Warum ist es beliebt? Und deswegen wollten sie jetzt nicht in dem Sinne einen totalen Gamechanger einbauen.
sondern haben sich mehr darauf fokussiert, die Sachen, die sie sowieso schon gut finden in dem Spiel, zu verbessern. Deswegen gibt es auch sehr viele Quality of Life Improvements. Und zu den Planeten? Ja, also es wird in dem Sinne auch umfangreicher. Wir verlassen jetzt zum ersten Mal diesen schon bekannten Planeten Pandora. Es gibt neue Planeten. Ich konnte auch schon ein bisschen auf einem der neuen Planeten spielen, namens Eden 6. Und da hatte er gesagt, dass es jetzt einfach der richtige Zeitpunkt war. Also es war schon immer geplant anscheinend in der Franchise, irgendwann mal zu den anderen Planeten zu gehen, weil sie ja auch lore-technisch eine Rolle spielen. Ja. Die anderen Planeten tauchen auf. Aber sie hatten jetzt das Gefühl mit dem Sequel, dass sie jetzt, wo sie bei 1 und 2 weit genug in der Story sind, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt auch wäre, zu den anderen Planeten zu kommen. Hat er zufällig was gesagt, weil du vorhin meintest, von wegen, sie haben auch überlegt, was sie nicht ändern sollten. Ist er da zufällig irgendwie ins Detail gegangen? Ja, also für ihn war zum ein Beispiel, dass er diese, um es vielleicht für Leute zu erklären, die Borderlands nicht kennen. Es gibt ja, wenn du spielst und einer größeren Herausforderung einen Bosskampf hast oder eine große Gruppe hast, du kannst ja, ich weiß gar nicht, wie man es im Deutschen nennen soll, down gehen. Also es gibt diese Revive-Funktion, heißt also so eine Wiederbelebensfunktion. Ja. Dein Charakter stirbt nicht sofort, du bist erstmal auf dem Boden, dein Bildschirm wird so ein bisschen gräulich verschwommen und dann kannst du immer noch um dein Leben kämpfen. Mhm. Wenn du als Singleplayer spielst, dann gibt es da die Möglichkeit, du kannst auf den Gegner schießen, bis sich so eine Leiste füllt und dann lebst du wieder, bist mit halbem Leben oder so oder ein bisschen weniger als die Hälfte vom Leben wieder zurück, kannst weiter normal spielen. Wenn du im Gruppenspiel unterwegs bist, dann funktioniert das auch, aber dein Teammitglied kann dich auch wiederbeleben. Mhm. Das ist so die Funktion. Und da meinte er, das wäre für ihn auch als Creative Director einfach so eine perfekte Funktion, die das Spiel so dynamisch und cool macht, dass sie das eigentlich kaum anfassen wollten. Genau diese Revive-Funktion finden sie halt selber super. Und da gibt es nur eine ganz kleine Anpassung, wo wir dann wieder bei diesen besser Quality of Life Changes sind, dass sie dafür gesorgt haben, dass du dich jetzt besser bewegen kannst, wenn du in diesem Überlebenskampf bist. Mhm. Weil in 1 und 2 bist du sehr statisch. Du bist quasi an deinen Platz gebunden und kannst dich nur so ein ganz bisschen bewegen. Und wenn ein Gegner ganz weit weg ist, dann ist egal. Dann kriegst du den Überlebenskampf auch nicht hin. Aber du bist jetzt, wenn du in dieser Überlebenskampfphase bist, kannst du dich einfach schneller bewegen, um vielleicht nochmal einen Gegner zu erwischen, den zu erschießen, um dann wieder zurückzukommen. Du hast es schon angesprochen, sie haben es auch selber gesagt, sie wollen im Grunde genommen, Borderlands soll Borderlands bleiben. Ne? Ja. Das ist auch ein bisschen so der Eindruck, den man von den ganzen bisherigen Gameplay hat und auch von den Trailern. Das ist halt ein neues Borderlands. Es ist mehr Borderlands, von mir aus jetzt auch mit Detailverbesserung. Für dich, die es jetzt am längsten mit von uns in der Redaktion auch gespielt hast, gibt es dann irgendwas Überraschendes an diesem neuen Borderlands? Oder läuft es tatsächlich darauf, dass es einfach mehr neues, gutes Borderlands ist, was völlig okay wäre? Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das ist tatsächlich mal was ganz Neues und irgendwas, was wir noch nicht auf dem Schirm haben? Nein, ich würde jetzt sagen, zumindest von den 10 Stunden, die ich gesehen habe, gibt es jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich sage, das hat mich jetzt total geflasht. Oder auch an Infos, was da ist, wo ich denke, wow, das ist so komplett neu und anders. Nee, es fühlt sich einfach an, wie wirklich auch Borderlands, das, wie du schon sagst, es ist einfach mehr gutes Borderlands, was jetzt jemand, der die Franchise eh schon mochte, da bin ich überzeugt, der wird diesen Teil auch einfach spielen und gerne mögen. Jemand, der die Franchise nie mochte und damit nichts anzufangen weiß, der wird auch hier nichts Neues finden, was ihn vielleicht zur Franchise bringen könnte. Mhm. Weiß nicht, ob das deine Frage jetzt beantwortet. Doch. Weil so kam es mir auch vor. Ich wollte nur halt mal auf Nummer sicher gehen, weil du es eben auch schon am längsten gespielt hast. Manchmal sind es ja so kleine Sachen, die merkt man nicht, wenn man einen Trailer sieht. Also ich finde zum Beispiel das neue Bewegungssystem, das ist was, das fällt einem nicht sofort auf. Das ist alles, dass man sich flüssiger bewegt durch die Welt. Mit dem Rutschen, mit dem Klettern. Genau. Mit dem, also das ganze Gunplay fühlt sich ein bisschen smoother an. Ja, aber da muss man eben sagen, es gibt jetzt in dem Sinne nichts total komplett Neues. Das hat hier dann auch der Paul Sage bestätigt mir gegenüber, dass sie genau das eigentlich nicht wollten. Mhm. Dass genau das ist, was sie nicht wollten, sich auf irgendwas Neues zu fokussieren und darüber die Franchise eigentlich zu vergessen oder verraten, in Anführungsstrichen. Und das merkt man dem Spiel auch an. Also da muss ich sagen, dass, was er sagt, das kann ich so bestätigen, zumindest von diesen ersten 10 Stunden. Man muss halt sagen, ich habe bisher auch nur den Prolog gespielt. Ich habe ein bisschen was von hinter dem Prolog gesehen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie es jetzt ist, wenn du tatsächlich im Endgame bist oder wo es hinlaufen wird. Aber ich sag mal so, wenn eine Riesenüberraschung drin wäre, hätten sie wahrscheinlich schon darauf hingewiesen, jetzt noch in irgendeinem Rahmen. Eine Sache natürlich, jetzt muss ich ein bisschen ketzerisch fragen. Klingt alles super,
Aber gibt es denn irgendwas, was du jetzt aus deiner Erfahrung schon sagen kannst, was nicht gut ist? Ich muss sagen, da gibt es tatsächlich wenig. Ich muss mich selber eben auch als Borderlands-Fan bekennen in dem Moment, dass ich eben... Das ist, glaube ich, nichts Schlimmes. Es ist nichts Schlimmes. Ich habe die Franchise einfach gerne gespielt und deswegen rede ich auch aus jemandem mit dem Standpunkt, ich mag das Spiel. Ja. Und da muss ich sagen, dass ich mit drei bisher, mit diesen 10 Stunden, die ich damit erleben durfte, ich habe einen guten Überblick über alle Charaktere jetzt bekommen. Ich habe einen guten Überblick über das Gefühl für die Story bekommen, die auch sich in eine ziemlich interessante Richtung eigentlich entwickelt, muss ich sagen. Ich möchte dann jetzt nicht spoilern, aber auch da finde ich, ist es einfach cool. Also gerade auch für Leute, die vielleicht Angst haben, dass Handsome Jack nicht der, dass die neuen Feinde nicht so cool werden könnten wie Handsome Jack. Sie haben was Eigenes, sie haben auch ihren eigenen Storytwist, den ich sehr interessant finde. Aber hier möchte ich nicht spoilern. Und es gibt wenig, wo ich sage, okay, das könnten vielleicht Kleinigkeiten sein. Es gibt eine Sache, die mir aufgefallen ist. Wir konnten jetzt in England bei dem Event zum ersten Mal im Koop spielen, was ja bisher noch nicht möglich war bei irgendwelchen Gameplay-Events. Und da wurdest du in Teams zu zweit dann gepaart. Und die einzige Sache, die mir da aufgefallen ist, man hat jetzt diesen, das Loot hat sich ja verändert. Ja. Du konntest vorher ja immer nur das Loot von anderen stehlen. Mhm. Jetzt gibt es die Funktion, dass du dir gegenseitig immer noch das Loot wegnehmen kannst. Oder aber du sagst, wir haben alle einen geteilten Loot-Pool und bekommen halt auch alle sowieso immer den gleichen Loot. Was aber immer noch möglich ist, ist, wenn wir jetzt mit einer unterschiedlichen Klasse spielen, dann können wir auch immer noch spezifischen Loot bekommen, der für andere Klassen ist. Dass du nicht unbedingt was für deine eigene Klasse bekommst und dann hängst du halt da mit irgendeinem Item, mit dem du nichts anfangen kannst. Aber ja, auch da muss man sagen, du kannst halt mit anderen tauschen. Ja, also kein Weltuntergang. Genau. Du hast gerade schon erwähnt, du hast die Charaktere alle schon gespielt und jetzt neu war dieser Fleck-Charakter. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ja. Das ist jetzt der letzte da, der benannt wurde und der ist irgendwie, der summont irgendwie andere Kreaturen oder Roboter oder irgendwas. Was macht der? Genau, Fleck, das ist vielleicht auch eine kleine neue Überraschung. Es ist tatsächlich eine Pet-Klasse. Also sein Titel im Englischen ist der Beastmaster. Ich weiß nicht, was die deutsche Übersetzung wird. Vielleicht einfach der Beastmeister, ich weiß es nicht. Und Fleck hat drei Kreaturen dabei. Er hat eine Spinne, eine Spider-Ant, die aus Borderlands schon bekannt ist. Ein Skek, auch aus Borderlands schon bekannt. Da gibt es auch keine deutsche Sprechung für, glaube ich. Der ist ein bisschen wie ein Hund. Der benimmt sich auch wie ein Hund. Und ein affenähnliches Wesen, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Aber der hat eine Pistole in der Hand und läuft dann halt neben dir her und kann halt mit seiner Pistole schießen und ist auch ein bisschen intelligenter. Und das Interessante an ihm ist, dass er eben sowieso eine Pet-Klasse mit reinbringt, so ein bisschen ein cooler Cyborg-Druide ist, was neu für die Franchise in dem Sinne ist. Was interessant ist, dass er normalerweise in anderen Spielen, wo es diese Pet-Klassen gibt, also Klassen mit Haustieren, die sind normalerweise selber vom Leben her ein bisschen gering, haben Schwierigkeiten, sich selbst am Leben zu halten, weil sie dann dafür auf ihre Pets dann angewiesen sind, dass sie eben das machen. Den Fleck kannst du aber auch als kompletten Tank ausbauen, was eben seine Pets haben. Die haben sehr viel Skills, wo sie dem Fleck selber mehr Leben geben können, mehr Verteidigung geben können. Da gibt es eben diese unterschiedlichen Skillbäume, wo du ihn eben auch nochmal als absoluten Tank ausbauen kannst, was ich sehr interessant finde für eine Pet-Klasse, weil es einfach was anderes ist. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass diese Haustiere wirklich sehr liebevoll gestaltet sind. Du hast so als Beispiel diesen Hund, den Skek. Und wenn du mit dem interagierst, was nämlich auch möglich ist, habe ich mich sehr gefreut, man kann die Tiere anfassen. You can pet the dog. Ich hasse es, wenn du in Spielen Tiere hast und sie nicht anfassen kannst. Ja, wir können die Tiere anfassen und mit ihnen interagieren. Und zum Beispiel der Hund dann, wenn du mit dem interagierst, dann kann der im Boden buddeln und holt dir vielleicht mal Munition raus oder so. Oder der Affe, weil er eben ein intelligentes Wesen ist, kann der halt auch mal nach einer Tonne greifen und schmeißt die Tonne auf andere Gegner drauf. Ja. Das ist schon sehr cool gemacht. Aber hat man denn alle drei gleichzeitig oder muss man sich für eins von den Wesen entscheiden als Begleiter? Du entscheidest dich für eins von den Wesen und was jetzt neu an Borderlands 3 ist, ist, dass du sowieso für alle Charaktere, vielleicht nochmal zur Erklärung für die Leute, die es nicht gespielt haben, du hast ja in 2 und 1 einen bestimmten Action-Skill und da wählst du dann darunter aus unterschiedlichen Bäumen.
Jetzt gibt es aber 3 Action-Skills bei Borderlands 3, wo du eben auch nochmal also 3 Bäume 3 hast. Spezialfähigkeiten pro Klasse. Ne? 3 Spezialfähigkeiten pro Klasse. Und diese Spezialfähigkeiten kannst du immer wieder, ohne dass du deine Skillpunkte zurücknehmen musst, ändern. Das heißt, du hast diese 3 Skillbäume, da packst du deine Punkte fest drauf. Aber diese Sachen, die dann oben sind, diese sogenannten Action-Skills, die kannst du immer wieder austauschen. So. Und bei Fleck ist es der Fall, dass diese 3 Tiere, die sind auch Teil seiner Action-Skills. Das heißt, du musst dich nicht fest für ein Tier entscheiden oder so, sondern du kannst diese 3 Tiere immer wieder austauschen. Und jetzt kommt der witzige Twist, ist, dass du trotzdem immer noch eigene Action-Skills hast. Das heißt, es gibt einen, mit dem kann er sich unsichtbar machen, es gibt einen, mit dem kann er Fledermäuse beschwören und es gibt einen, mit dem kann er seine Tiere teleportieren. Die Tiere werden dann größer, haben auch mehr Leben. Fleck bekommt gleichzeitig mehr Leben, wo wir wieder bei der Tankiness wären. Und die kannst du auch wild kombinieren die ganze Zeit. Es war wohl ursprünglich, so wie mir Paul Sage dann noch im Interview erklärt hat, also der Creative Director, es war ursprünglich so geplant, dass, dass tatsächlich ein Skill immer zusammen mit dem Tier geht und du dich dann darüber entscheidest. Aber das haben sie dann hinterher aufgebrochen und gesagt, nö, wir möchten auch, dass man das wie wild tauschen kann. Also kannst du sowohl den Hund teleportieren auf die Gegner und groß machen, die Spinne, den Affen und das halt auch wunderbar die ganze Zeit mixen, wie du lustig bist. Ja, es klingt doch alles ziemlich vielversprechend. Also Borderlands 3, in wenigen Tagen ist es da, die Vollversion. Im September kommt es schon raus. Goldmeldungen gab es auch schon für das ganze Ding. Wie du schon gesagt hast, also wer mit Borderlands bislang nichts anfangen konnte, wird wahrscheinlich jetzt auch nicht überzeugt werden davon. Wer aber Fan davon ist, der kriegt mehr gutes Borderlands. Auf jeden Fall. Aber es ist auch ein ganz gutes Einstiegsspiel, denke ich, wenn man sich das Ganze mal angucken möchte und vorher noch nie Erfahrung damit hatte. Weil mir auch aufgefallen ist, dass sie darauf geachtet haben, die Story und Charaktere und gut nochmal, sogar wenn sie schon bekannt sind, nochmal gut ins Spiel einzuführen. Es gibt auch ein ausgebreitetes Tutorial, also auch wer es sich jetzt zum ersten Mal angucken will, man muss nicht zwingend 1 und 2 vorher gespielt haben, man kann auch einfach mit 3 direkt einsteigen. Also klingt nach einem coolen Koop-Shooter, den ihr in Kürze ausprobieren könnt. Wenn es dann zum Release geht, beziehungsweise wenn der Release da ist, dann gibt es natürlich auch einen Test von unserer Seite, ob sich diese Prognose bestätigt. Aber es klingt schon alles sehr gut. Und mal ganz ehrlich, was soll da jetzt noch so wahnsinnig schief gehen? Würde mich schon eher echt überraschen. Aber bald wissen wir es genau. Ja, vielen Dank für die ganzen Infos, für das mitgebrachte Material. Ja, ich danke auch fürs Gespräch. Immer wieder gerne. Und euch natürlich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.